Herzlich willkommen bei Kauf das. In diesem Video geht es um den Luftreiniger Dyson Purifier Cool Formaldehyde, der Ende März 2021 erschienen ist. Das Besondere an diesem Modell ist folgendes. Zum ersten Mal ist ein Formaldehyd-Sensor verbaut. Das Gerät ist vollständig nach HEPA 13 Standard versiegelt. Und im Vergleich zum vorherigen Modell soll es 20% leiser sein. Auf diese Besonderheiten wird später eingegangen, zunächst wird das Design vorgestellt. Das Design ist nicht neu und bis auf die Farben dasselbe wie das der Vorgänger. Was Dyson mit diesen Modellen gelungen ist, ist ein starker Wiedererkennungswert, auch Brand Recognition genannt. Selbst aus 30 Metern Entfernung ist zu erkennen, dass dieses Gerät von Dyson kommt. Bei diesem Modell gefällt mir besonders die weiße Farbe in Hochglanz. Die goldgraue Farbkombination ist aber nicht unbedingt mein Geschmack. Die Verarbeitung ist gut, aber für den Kaufpreis von 650 Euro könnte sie besser sein. Das Gerät besitzt ein Display und gleich darüber befindet sich der Powerknopf. An den Seiten sind die Öffnungen für die Sensoren zu sehen. Und unten befindet sich ein 1,8 Meter langes Stromkabel. Die Filter befinden sich hinter diesen gelochten Abdeckungen. Zudem gibt es eine Fernbedienung, die hier oben abgelegt werden kann, wo sie durch Magnete festgehalten wird. Gut finde ich, dass auf der sich leicht rau anfühlenden Fernbedienung keine Fingerabdrücke zu sehen sind. Über die App oder auf dem Gerätedisplay können folgende Informationen angezeigt werden. Die aktuelle Luftqualität. Die Luftqualität der letzten 24 Stunden bzw. in der App sogar die letzten 7 Tage. Die Feinstaubbelastung von 2,5 und 10 Mikrometer großen Partikeln, die Formaldehydbelastung, die Belastung flüchtiger organischer Verbindungen, hier VOC. VOC ist die englische Abkürzung und steht für Volatile Organic Compounds. Weiter geht es mit der Stickstoffdioxidbelastung, Raumtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Filterstatus und der Wi-Fi-Netzwerkverbindungsstatus. Funktionen dieses Luftreinigers können entweder über die Fernsteuerung oder über die App ausgeführt werden. Es gibt 10 Luftstromstärken, die zwischen 6 und 40 Watt verbrauchen. Einen Automodus, der je nach Schadstoffbelastung die Luftstromstärke automatisch wählt. Hier ist zu sehen, dass innerhalb kurzer Zeit Schadstoffe im Automodus erkannt werden und daraufhin die Luftstromstärke stark erhöht wird. Es gibt einen Drehmodus, worüber das Gerät manuell bis 350 Grad gedreht werden kann. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Es kann auch so eingestellt werden, dass es in einem Winkel von 45, 90, 180 oder 350 Grad automatisch hin und her dreht. 45 Grad würde zum Beispiel so aussehen. Der Nachtmodus sorgt dafür, dass das Display verdunkelt wird und die Luftstromstärke im Automodus nicht über Stufe 4 steigt. Ein Timer kann dazu genutzt werden, dass sich das Gerät nach einer bestimmten Zeit automatisch ausschaltet. In der App können bis zu 9 Stunden eingestellt werden, über die Fernbedienung geht die Timer-Funktion nur bis 8 Stunden. Diese Taste ermöglicht, dass der Großteil des Luftstroms nach hinten ausgegeben wird. Das hört sich dann so an. In der App können mehrere wöchentliche Programme erstellt werden. Es kann zum Beispiel so eingestellt werden, dass von montags bis dienstags von 15 bis 17 Uhr die Luft bei Luftstromstärke 5 gereinigt werden soll. Per Sprachsteuerung, das heißt mit Siri oder Alexa, können einige Befehle ausgeführt werden. Hey Siri, Stufe 10. Okay, wird mit Dyson Link eingestellt. Hey Siri, Dyson ausschalten. Okay.
erledigt. Falls im ausgeschalteten Zustand die Luftqualität weiterhin ermittelt werden soll, geht dies über die App in den Geräteeinstellungen oder alternativ durch Drücken der Autotaste für 5 Sekunden. So wird zu jeder Zeit die Luftqualität gemessen, wodurch aber ein leises Summen der Sensoren zu hören ist. Beim Schlafen oder auch beim Arbeiten am Computer kann es als störend empfunden werden. Des Weiteren kann in der App ein Gerätename eingegeben werden. Das ist zum Beispiel bei der Sprachstörung sinnvoll, falls mehrere Geräte vorhanden sind. Weiter in den Einstellungen kann der eigene Wohnort eingegeben werden, um Daten der örtlichen Luftqualität zu erhalten. Aber es ist auch interessant zu wissen, wie die Luftqualität auf der anderen Seite der Welt aussieht, zum Beispiel in New York. Die verbleibende Filterlebensdauer wird in der App in Prozent angezeigt. Auf dem Display wird der Status, warum auch immer, über Balken angezeigt. Die Filterlebensdauer hängt von individuellen Faktoren ab. In stark belasteten Wohnräumen kann sie deutlich kürzer ausfallen. Neue Filter können unter anderem über die App gekauft werden. Dabei sollte mit einem Preis von ca. 73 Euro gerechnet werden. Um Zugang zu den Filtern zu erhalten, wird zunächst das Gerät ausgeschaltet und der Stecker ausgezogen. Die Knöpfe an den Seiten werden nach unten gedrückt, sodass die Abdeckung sich öffnet. Die HEPA-Filter lassen sich durch Drücken dieses Knopfes lösen. So kann ein Filter zum Beispiel nach einem Monat aussehen. Der Staub sollte vor dem Wiedereinsetzen aber entfernt werden. Auf der Rückseite ist die gerücheentfernende Aktivkohlefilterschicht zu sehen. Der Formaldehydfilter braucht nie ausgetauscht zu werden. Aber durch Ziehen hier an den Seiten kann er entfernt werden. Das Wiedereinsetzen der Filter würde so aussehen. Nach dem Einsetzen des neuen Filters kann der Filterstatus über die App oder durch Drücken der Nachtmodus-Taste für 5 Sekunden zurückgesetzt werden. Jetzt soll sich der Thematik Formaldehyd gewidmet werden. Formaldehyd ist unter normalen Bedingungen ein Gas, das in Innenräumen vorkommen kann. Es zählt zu den leicht flüchtigen organischen Verbindungen, kurz VVOCs. In die Luft, die wir atmen, gelangt es zum Beispiel über Spanplatten, Kerzenrauch, Tabakrauch, Teppiche, Reinigungsmittel und so weiter. Laut dem Umweltbundesamt kann Formaldehyd ab einer gewissen Konzentration krebserregend sein. Um Formaldehyd aus der Luft zu entfernen, wird dieser katalytische Oxidationsfilter aus Kryptomelan eingesetzt. Schön dabei ist, dass dieser Filter über die gesamte Lebensdauer nicht ersetzt werden muss. Dyson ist mit diesem Gerät erstmalig in der Lage, Formaldehyd über einen Sensor zu erkennen. Meiner Meinung nach ist der neue Formaldehyd-Sensor eine sinnvolle Ergänzung, denn je mehr Informationen zur eingeatmeten Luft vorliegen, desto besser. Aber wie schnell kann Formaldehyd aus der Innenraumluft entfernt werden? Dazu wurde folgender Test ausgeführt. Ein Raum, der normalerweise mehrmals pro Tag gelüftet wird, wurde für ca. 17 Stunden nicht gelüftet. Dadurch stieg die Formaldehydbelastung, wie hier zu sehen, auf 0,017 mg pro Kubikmeter an. Das ist nicht besonders hoch, aber für diesen Test reicht es aus. Wobei ich nicht verstehe, warum hier in Milligramm pro Kubikmeter gemessen wird und nicht wie hier oben in Mikrogramm pro Kubikmeter. Für den Test wurde der Luftreiniger auf Stufe 10 eingestellt und die Veränderung der Formaldehydkonzentration über die Dyson Link App abgelesen. In den ersten 10 Minuten nahm die Formaldehydkonzentration von 0,017 auf 0,011 mg pro Kubikmeter ab. Aber ab dann hat sich die Formaldehydkonzentration für 15 Minuten lang nicht verändert. Der Luftreiniger wurde daraufhin ausgeschaltet und das Fenster wurde geöffnet. Nach nur 15 Minuten Lüften über das Fenster betrug die Formaldehydkonzentration 0.
Dieser Test sagt aus, dass Lüften die schnellere Variante ist, um die Formaldehydkonzentration im Innenraum zu reduzieren. Neben Formaldehyd können Feinstaubpartikel, VOCs und Stickstoffdioxid erkannt und aus der Luft entfernt werden. Die Erkennung für Feinstaub wird unterteilt in 2,5 und 10 Mikrometer Partikel. 2,5 Mikrometer steht unter anderem für Rauch, Bakterien und Allergene. 10 Mikrometer steht unter anderem für Staub, Schimmelsporen und Pollen. VOCs sind gasförmige Stoffe, die zum Beispiel durch Klebstoffe oder Reinigungsmittel in die Luft emittiert werden. Stickstoffdioxid spielt bei Verbrennungsprozessen zum Beispiel von Kohle, Gas, Öl und Holz eine Rolle. Abgase von Verbrennungsmotoren, zum Beispiel auf vielbefahrenen Straßen, können Einfluss auf die Luftqualität haben. Die über die Sensoren gesammelten Daten werden kombiniert und ergeben dann die Luftqualität im Raum, die auf dem Display oder in der App angezeigt wird. Dyson wirbt damit, dass dieses Modell 20% leiser als das vorherige Modell ist. Mit maximal 61,5 Dezibel ist es nicht leise, dennoch ist die Reduzierung der Lautstärke zu begrüßen. Auf niedrigen Stufen sollte der Schlaf aber nicht gestört werden. Das kann aber von Person zu Person unterschiedlich sein. Im Folgenden können die 10 Luftstromstärken angehört werden. Eine weitere Neuheit ist die zusätzliche HEPA 13 Zertifizierung des Geräts. Das heißt, dass nicht nur mehr der Filter nach HEPA 13 zertifiziert ist, sondern auch das komplette Gerät. Dyson hat alle möglichen Lecks im Gerät ermittelt und abgedichtet, wodurch Schadstoffe im Gerät bleiben und nicht mehr austreten können sollten. Ob dies eine signifikante Verbesserung bringt, kann ich nicht beurteilen. Der eingebaute HEPA 13 Filter ist in der Lage, Partikel ab einer Größe von 0,1 Mikrometer zu filtern. HEPA 13 Filter haben einen Durchlassungsgrad von 0,05%. Das heißt, von 100.000 Partikeln entwichen durchschnittlich 50 davon dem Filter. Der HEPA Filter wird mit einem Aktivkohlefilter ergänzt, der unter anderem dafür sorgt, dass Gerüche entfernt werden. Das finde ich funktioniert gut, aber etwas zu langsam. Lüften über ein Fenster ist in der Regel schneller. Dazu wurde ein weiterer Test gemacht. Es wurden 6 Kerzen ausgepustet und dann 3 Minuten lang gewartet, damit der entstehende Rauch sich verteilen konnte. Nach den 3 Minuten wurde der Dyson Luftreiniger in der höchsten Stufe eingeschaltet und die Zeit gemessen, bis die PM10-Konzentration nur noch 35 Mikrogramm pro Kubikmeter betrug. Das Gerät brauchte ca. 11 Minuten und 24 Sekunden, um die PM10-Konzentration auf 35 Mikrogramm pro Kubikmeter zu senken. Dieser Test wurde wiederholt, wobei nach den 3 Minuten dann ein Fenster geöffnet wurde. Der Dyson lief dabei auf Stufe 1 mit, damit auf dem Display die Schadstoffkonzentration abgelesen werden konnte. Der Einfluss der Stufe 1 ist vernachlässigbar klein. Das Ergebnis des Tests lautet 6 Minuten und 56 Sekunden, um eine PM10-Konzentration von 35 Mikrogramm pro Kubikmeter nach einer 3-minütigen Rauchbelastung zu erhalten. Damit wurde wieder gezeigt, dass das Lüften die schnellere Methode ist. Und genau das bringt folgende Frage auf. Wann ist ein Luftreiniger sinnvoll? Um eine Kaufentscheidung besser abwägen zu können, wurde eine Pro- und Kontraliste erstellt. Auf der Pro-Seite wird Folgendes aufgelistet. Eine zuverlässige Luftreinigung wie Formaldehyd, VOCs, Stickstoffdioxid, Feinstaub und Gerüche entfernt. Es ersetzt aber nicht das Lüften, da nur durch regelmäßiges Lüften viel Sauerstoff in die Räume und CO2, das ausgeatmet wird, nach draußen gelangt. Das ist wichtig, denn ansonsten verursacht das CO2 unter anderem Kopfschmerzen und beeinträchtigt die Konzentration. Weiter geht es in der Liste mit einem schönen Design, einer kompakten Bauweise und einer Ventilatorfunktion, die für eine angenehme Brise im Sommer sorgen kann.
Auf der Kontraseite stehen demgegenüber eine langsame Luftreinigung und hohe Anschaffungskosten in Höhe von ca. 650 Euro plus Filterkosten in Höhe von ca. 70 Euro pro Jahr. Außerdem möchte ich noch meine eigenen Erfahrungen bezüglich Pollen- und Hausstaubmilbenallergie teilen. Anfang und Mitte April gab es verstärkten Pollenflug. In dieser Zeit wurde der Dyson Luftreiniger öfter benutzt und ich konnte für mich eine leichte Verbesserung bezüglich meiner Pollenallergie feststellen. Aber die Einnahme von Antihistaminika zeigen bei mir eine deutlich bessere Wirkung bezüglich meiner Allergie. Bei meiner Staubmilbenallergie konnte ich keine Besserung feststellen. Dieses Gerät kann für einige Personen nützlich sein. Aber im Hinblick auf die hohen Kosten sollte der Kauf hinsichtlich Kosten-Nutzen abgewägt werden. Das war der Dyson Purifier Cool Formaldehyde bei Kauf das. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.